Hallo und herzlich willkommen mit der Operation Prometheus. Heute ist ein feindliches Transportschiff mit nuklearen Sprengköpfen bei einer Militäroperation auf Grund gelaufen. Die schwarze Kompanie muss die Raketen bergen und auf die andere Seite der Insel bringen, wo ein Boot auf sie wartet. Wenn die Bergung nicht gelingt, wird der Gegner alles zerstören, so lautet der Befehl des feindlichen Kommandos. Ja, damit herzlich willkommen noch einmal hier. Heute sehen wir uns nochmal wieder den T-15HIFV an. Den finde ich eigentlich so einen der ungewöhnlichsten Panzer und demher umso schöner, den einfach nochmal ein bisschen anzugucken, da ich die Mission so wissentlich noch gar nicht gezockt habe, werde ich mich mal ein bisschen zurückhalten, dass ich erstmal weiß, wo überhaupt die Gegner sind. Da ist einer. Nein, nein, nichts abbekommen. Ah. Dreh da nicht auf mich drauf, so wie ich es brauche. Uiuiui. Bin im Reload, bin im Reload. Ati. Natürlich. Verdammt! Das war einer von uns! Dann habe ich ihn Gott sei Dank nicht beschädigt, meinen. So. Ich muss die ein bisschen umfahren, langsam mal. So. Zerstört, mein Freund. Auch dich. Also, der bratzt einfach brutalen Schaden raus. Einfach mal hier ein bisschen durchs Wasser pflügen. Auch schön. Dabei kommt einfach mal wieder diese unglaublich tolle Grafik-Engine daher. Das ist einfach nach wie vor diese unglaubliche Stärke, die Armored Warfare bietet. Es schaut einfach super schön aus. Hier auch das Lichtsetting gefällt mir super gut. So, Sekundärziel erledigt. So, und jetzt vielleicht mal von hinten ran. Da wäre ein Rampker gewesen, aber ich habe jetzt... Oh. Nicht so bekommen. T-14 Armada. Machen wir die Raketen klar. Komm schon, noch ein. Schieß. 1000 Damage. Nochmal knapp 1000. Ein Leo. Oh. Also man sieht, ich bin immer noch so ein bisschen planlos, was wohin geht, aber so geht es dann schon. Weil ich spiele es halt einfach nach wie vor nur zum Spaß. So Trefferzonen und so. Ist halt einfach eher so ein rotes Buch mit einem Siegel. Ich wollte gerade sagen rotes Buch, aber macht glaube ich nicht so viel Sinn im Deutschen. Nein. Na gut, dann halt so. Ich wollte eigentlich jetzt noch schnell abhauen. Da hinten. Da ist noch ein Type.
Aber der wird gut rausgewuppt. So, und jetzt mal die Höchstgeschwindigkeit hier ausfahren. Hey, nicht überholen. Was ist eigentlich mit den Nebenmissionen? Müssen wir die noch machen? Im Sinne von, sollte man da noch hinfahren? Oder setze ich mich damit jetzt richtig in die Nesseln? Ich mache das jetzt einfach mal. Sicher ist sicher. Bevor es keiner macht und am Ende ist es weg, hole ich mir die halt jetzt mal eben schnell. Hab ja ein flinkes Gerät unterm Hintern. Komme ich hier rum? Müsste eigentlich, ja. Schaut ganz gut aus. Wo ploppt der jetzt auf? Müsste der direkt hier hinter dem Hügel sein? Jo. Passt. Also einfach mal die Nebenmission schnell erfüllt, bevor es wieder irgendwie Geflame gibt, dass man die nicht gemacht hat. Bin ich halt im Schaden nicht Erster, aber Wayne. Bisschen fürs Team einsetzen. Schadet ja auch ab und an mal nicht. Ja, drücke. Nein, da komme ich nicht drauf. So, und jetzt bin ich hier gleich beim nächsten Punkt. Die nächste Zone zu verteidigen. Ich denke mal, dass ich hier doch eine ganz gute Position haben sollte. Vielleicht da drüben sogar. Haha, da ploppen sie nämlich jetzt alle auf. Nein, Reload. Kein Effekt. Egal. Ach, da zeigt er mir sein Heck. Check ich jetzt erst. Gut. Auch der zeigt mir sein Heck. Ich check's aber gerade gar nicht. Oh ja, ja, ja. Komm. Stingray. Das ist ein schönes Ziel für uns. Oh, oh. Artis. Muss ja jetzt ein bisschen aufpassen. Da ist auch noch der Leo. Das ist ein Wiesel. Ein Wiesel ist der Frühstück. Schieß ich den denn jetzt hin? Ich warte einfach mal. Bevor der mich hier noch... Wow. Gott sei Dank kann der nicht schießen. Sphinx hat da gerade eine Rammattacke gemacht, so hat es ausgesehen. Auch nicht schlecht. Nur so dicke Gegner. Ich will so leichte haben. Also, dass ich da auch immer reinballer in diesen doofen Haufen. Ich nehme mal mein Reparaturset. Sicher ist sicher. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Gut. Na?
Also, geschafft. Schöne Runde. Schöner Panzer. Und hätte ich jetzt hier diese Helikopter nicht geholt, dann hätten wir die Nebenmission ganz klar nicht gemacht, weil die wären einfach in keiner Weise mehr ansatzweise auf unserem Weg gewesen. Also, ich glaube, den Blue Star, sind wir mal ehrlich und realistisch, den hätte ich nicht bekommen. Aber unterm Strich war es eine feine Runde. Also, die, denke ich mal, kam doch ganz gut rüber. Gerade weil ich den Panzer auch einfach wirklich schätze. Und jetzt schauen wir mal, was da so die Endauswertung mit sich bringt. So, wir haben hier eine Versorgungskiste Stahl bekommen, 17.500 Schaden, 12.000 Spähschaden. Damit bin ich auf den dritten Platz gelandet. Oh, der T14 Armata, der war unglaublich fleißig, aber wir sehen, die XP ist allgemein sehr, sehr hoch in der Runde und 129 gab es raus. Wie gesagt, in dem Fall lobe ich mich mal für das Machen des Sekundärziels. Ja, war eine schöne Runde mit einem unglaublich tollen Panzer. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.